Drei große Extraction-Looter erwarten uns im April, Mai. Und zwar reden wir von Grayson Warfare, Vigor, relativ unerwartet und spontan auf Plan gekommen, und Project Lead, wo noch nicht ganz klar ist, wie das entwickelt. Und es kommt alles konzentriert auf einmal, was natürlich jetzt nach dieser langen Durststrecke in den Extraction-Loot-Shootern eigentlich eine tolle Sache ist. Aber es ist nicht genug. Und zwar hat sich jetzt ein großer AAA-Hersteller ebenfalls gemeldet, dass sie Anfang Mai bereits in die Beta gehen wollen mit ihrem Extraction-Loot-Shooter am PC. Das ist total krass. Wir reden hier von Tencent Games, die, und wir reden nicht von Delta Force, ebenfalls einen eigenen Extraction-Loot-Shooter bringen. Und zwar Arena Breakout Infinite. Ganz kurzes Recap, wer Arena Breakout noch gar nicht kennt, und zwar ist das die Nummer 1 momentan auf dem Mobile-Markt. Also Tencent Games hat tatsächlich auf dem Mobile-Markt einen Extraction-Loot-Shooter rausgehauen. Gut, die Konkurrenz ist nicht groß, kann man sagen, aber dennoch ist es so, dass hier Tencent Games richtig rausgehauen hat. Sie haben einen Banger auf die Beine gestellt, das ist der Extraction-Loot-Shooter sozusagen auf Mobile. Das ist ein Riesentitel, sehr erfolgreich gelaufen. Gut, auf dem deutschen Markt haben wir nicht so viel davon mitbekommen, muss man sagen, aber wenn wir in die Türkei schauen, Frankreich, Spanien, USA ebenfalls und natürlich Asien, da ist es halt nun mal ein großer Titel und auf dem Mobile-Markt einfach die Nummer 1, die dominierende Kraft sozusagen. Sie haben sozusagen einen Shooter entwickelt, der realistisch ist, für Mobile-Verhältnisse gute Grafik bietet und wirklich ernstzunehmend ist. Gut, da kann man jetzt von halten, was man mag, aber es ist so, dass dieses Spiel sozusagen als Grundlage dient für die PC-Version, die eigens entwickelt wird auf der Unreal Engine 5 Engine, und zwar Arena Breakout Infinite. Eine eigene Entwicklung, ein eigener Release, kein Crossplay, also wirklich ein eigenständiger Teil, und sie profitieren natürlich von den Jahren Erfahrung über das Mobile-Spiel Arena Breakout. Wir schauen uns jetzt ein paar Bilder an von Arena Breakout Infinite. Es gibt leider noch kein richtiges Gameplay zu sehen, das ist noch zu frisch. Trotzdem ist es so, dass sie bereits im Mai auf den Markt kommen wollen, also in wenigen Tagen. Verpasst bloß nicht Anmeldungen. Ich verlinke unten einen Link, wie man an einen Beta-Key rankommt. Das geht im Mai schon direkt los. Absolut abgefahren. Aber wir gucken uns jetzt mal Bilder an, und zwar hier ist das ein Ort sozusagen aus dem Mobile-Spiel. Also ist es bekannt wohl von der Map, haben einige gesagt. Sie kennen hier alles wieder. Und was wir hier sehen, dass es anscheinend teilweise Bereiche aus dem Mobile-Game umgesetzt wurden und genutzt wurden eben für das Hauptspiel. Wir sehen hier die Unreal Engine 5 Grafik. Was mir besonders auffällt, ist hier oben der Vogel. So eine Kleinigkeit. Aber hier scheinen wirklich sehr komplexe Grafiken werden hier dargestellt. Die Wolken, die Lichtbrechung, die Schatteneffekte. Man muss sich vorstellen, wenn alles in Bewegung ist. Das ganze Weizenfeld unten im Wind weht und so weiter. Sehr, sehr krasse Grafik. Natürlich müssen wir das dann in Bewegung sehen. Aber das sieht schon mal interessant aus. Auch hier die Ansicht dieser beiden PMCs, die auf diese Halle hier zugehen. Wir sehen hier die Waffensysteme, die Rucksäcke. Alles ein bisschen auf realistisch gehalten. In dem Fall jetzt kein HUD-System, ist aber auch nur ein Screenshot. Und um den Ganzen noch einen draufzusetzen, hier einmal das Bild aus dem Wald, die Schatteneffekte wieder. Man stelle sich vor, wie das Ganze dann in Bewegung aussieht. Wir haben solche ähnliche Bilder schon bei den anderen Spielen wie Grayson Warfare, Incursion Red River und so weiter gesehen. Also man kann sich vorstellen, wie das Ganze in Bewegung aussieht. Exfil hat auch sehr, sehr gut abgeliefert, was sowas angeht. Jetzt kommt das Ganze wieder in der Unreal 5 Engine und man kann sich vorstellen, wie mit dieser Manpower von Tencent Games das Ganze vielleicht nochmal auf einem anderen Level umgesetzt wird. Also das hier ist mal ein erster Eindruck auf so eine Waldszene. Und im Vergleich dazu hier nochmal eine Wasserszene. Es ist so, ein Mobile-Game kann man das Wasser nicht begehen. Hier ist es so, dass wir Wellenbewegungen sehen im Wasser. Möglicherweise ist der Spieler im Wasser und hat Wellenbewegungen ausgelöst. Oder es ist einfach nur der Wind, kann man an dieser Stelle schwer sagen. Aber auch hier wieder eine wunderschöne Landschaft. Sehr, sehr, sehr detailreich. Hintergründe, der Himmel. Also das sieht absolut faszinierend aus. Kommen wir zu den Ingame-Bildern. Hier sehen wir erstmal zwei Fraktionen, einmal Covert Ops und Tactical Ops. Also man kann sich hier wohl entscheiden zwischen den Fraktionen. Oben dran sehen wir wichtige Reiter wie Missionen, super wichtig. Maps, angeblich sind bereits 6 Maps fertig in Arena Breakout Infinite. Dann oben den Trophy Room, der gesperrt ist, Customize, Leaderboard sehen wir. Also vielleicht sogar irgendein Art Ranking-System, was eigentlich in so einem Spiel im Genre weniger Sinn macht. Ich bin gespannt, wie sie das auffassen. Ist natürlich immer cool, da neue Dinge zu sehen. Oben noch ein Survey, also eine Art Feedback, was man geben kann. Ja, und dann auf der linken Seite unser Storage, also unser Hideout, wo wir alles lagern können. Gunsmiths, Waffenmodifikation, die Contacts, also Spielerfreunde und so weiter. Und der Marktplatz, da werden wir sehen, ob es ein offener Marktplatz ist, also ob wir weltweit handeln können. Oder ob das nur der Marktplatz ist, mit dem wir die Ingame-Händler besuchen können.
Dieser Screenshot hier sieht auch sehr wichtig aus. Und zwar sehen wir hier vier Spieler, also vierer Teams, einige mit voller Bewaffnung. Der Kollege über uns geht nur mit dem Messer rein, so wie es aussieht. Wir sehen das Spielerlevel, Level 4, Level 30, Icons hier aus von dem Spieler, der Gruppenanführer unten mit der Krone. Wir sehen auch Ingame Voice, also einige Banner haben ein Mikrofon über dem Banner, das sie Ingame Voice anscheinend benutzen. Oben links in der Ecke, ganz wichtig, Invite, also Spieler einzuladen, Find Team, also anscheinend eine Gruppensuche, mit dem man dann Mitspieler finden kann, super wichtig. Team Settings, vielleicht kann man da einstellen, welche Sprache man bevorzugt, ob man eher gerne im Chat schreibt oder spricht. Und Leave the Team und darunter ganz, ganz wichtig, Automatch. Also möglicherweise ist es so, dass wenn man als Solospieler dann reingeht, Automatch deaktiviert und dann als Solospieler reingehen kann. Werden wir sehen, wie das dann funktioniert, ob es Solo-Lobbys gibt, Solo gegen Solo, ob alle in einen Topf geworfen werden, ob es ein Auffüllen gibt, dass vielleicht sogar Karriereinheiten wie ein Project Lead dann mitgehen und einen begleiten. Also das bleibt alles noch abzuwarten. Jetzt kommen wir aber zu einem ersten Banger-Bild und das ist absolut krass, was wir hier sehen. Zuerst mal diese hohe Auflösung von den Waffen. Wir sehen hier diese feinen Strukturen, das Metall, wie das Licht auf diesen Metalloberflächen, auf diesen matten Metalloberflächen reflektiert. Wir sehen, das Ganze ist in Bewegung geschossen worden, also so ein Schatteneffekt hinterlegt. Die Waffe hat sich gerade bewegt, das ist aus der Bewegung her aufgenommen worden. Das Metall, wie es abgenutzt ist und wir da im Hintergrund also den abgeschmierten Lack, das Metall durch den Lack sehen können. Links dieses Mündungsfeuerlokal, da diese große Wolke, sieht alles sehr, sehr detailliert aus. Was hier nicht so ganz reinpasst, ist der Spieler hier in der Mitte, die Nummer 3. Da hat man das Gefühl, dass die Lichteffekte, die Reflexions- und Schatteneffekte hier noch nicht greifen. Genau dasselbe unten auf der Hand, die das 45 Grad den Winkelgriff hält. Die scheint vom Effekt her, der Lichteffekte und vom Schatteneffekt her, anders zum Funktionieren. Vielleicht ein Status dann oder ein Grund im frühen Alpha-Status. Und was wir hinten sehen, ist hier eine Leiche, die hinten liegt. Das sieht auch alles sehr, 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 sehr schön aus. Und jetzt kommt hier eine ganz besondere Sache. Und das ist absolut faszinierend. Ich habe sowas, korrigiert mich bitte, wenn ihr sowas kennt aus anderen Spielen, aber das habe ich so noch nicht gesehen. Wir sehen eine Reflexion hier oben im Visier. Und wenn wir da jetzt mal ein bisschen näher reingehen und mal richtig reinzoomen, dann sehen wir, dass in dieser Reflexion der Hintergrund zu sehen ist. Das heißt, das Visier reflektiert anscheinend die hintere Wand. Absolut geisteskrank. Das ist wirklich heftig. Wir sehen hier das Fenster im Hintergrund. Wir sehen eine Tür oder ein großes Fenster ebenfalls. Also wir sehen, was hinter uns passiert. So genau sind die Reflexionen. Und das deutet so ein bisschen darauf hin oder gibt so einen Ausblick darauf, was sie hier machen mit der Unreal Engine 5, dass sie wirklich das Letzte rausholen. Natürlich wird das hohe Hardware-Anforderungen haben, so wie es aussieht. Aber es ist so interessant zu sehen, dass sie ursprünglich aus dem Mobile-Bereich kommen und sowas sie auf die Beine stellen. Also das ist absolut faszinierend. Aber es hört nicht auf und dieses Bild ist gefühlt nochmal ein Hauch krasser. Auch hier sehen wir wieder diese Reflexionen von der Hinterseite, von der Rückseite. Also ich liebe ja diese Reflexion. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Bitte schreibt mir, wo ihr sowas gesehen habt. Bestimmt gibt es irgendein Spiel, was es ausmacht. Aber ich habe das so einfach noch nicht gesehen. Dann hier dieser offene Tresor, der hier lootet. Interessant hier übrigens, dass der Name über dem Spieler zu sehen ist. Also Ghost 2. Wir haben, das ist ja Spielerperspektive in-game. Also wir sehen hier unten den Ausdauerbalken. Wir sehen den Spieler an sich. Helm und Rüstung. Das heißt, das ist aus der Sicht des Spielers geschossen. Wir sehen in der Mitte aber kein Fadenkreuz, was ein bisschen auf eine Hardcore-Mechanik hinauslaufen könnte. Also, dass das Ganze aus Hardcore gedacht ist, was nochmal krasser ist übrigens. Okay, das passt aber nicht dazu, dass hier der Spielername zu sehen ist, was wiederum in so einem hochimmersiven Hardcore-Setting eigentlich nichts zu suchen hat. Vielleicht kann man es einstellen, Name ein, aus, Fadenkreuz an, aus, werden wir sehen. Auf jeden Fall zwei interessante Punkte mit dem Fadenkreuz um mit den Namen. Und was wir hier noch sehen, ist Loose Loot. Hier zum Beispiel diesen Kanister, der hier auf dem Sofa, auf der Couch ist. Wir sehen hier hinten den Hintergrund und da muss man auch sagen, das sieht alles ein bisschen, ja, also wir sind nicht sicher, ob das 100% Ingame-Bilder sind. Das sieht schon sehr, sehr schön aus, aber wir sehen auch hier diese komische Umrandung beim Tresor. Also das ist nicht ganz, ganz 100% klar, ob das wirklich 1 Million% sicher ein Ingame-Foto ist, weil es ja absolut krass. Und auch der Hintergrund ist, wie ich meine, das sieht so ein bisschen gemalt aus. Also hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, das Bild nicht falsch zu interpretieren. Wenn wir uns aber dieses Bild angucken, da möchten wir eigentlich sagen, dass das nochmal krasser aussieht. Und was wir hier sehen, ist die Unschärfe an den Rändern. Also
ich weiß nicht, das muss einfach ein Ingame-Bild sein. Wir sehen hier links das Ganze in Bewegung wieder, dieses Unschärfverhältnisse. Natürlich könnte es auch im Nachhinein so gemacht worden sein, aber es scheint so zu sein, dass es ein Bild aus dem Spiel raus ist. Ich bin immer noch nicht 100% überzeugt, dass es wirklich aus dem Spiel ist. Aber wenn das so ist, Junge, Junge, auch das Licht, das durch die Fenster scheint, auf dem Boden fällt, nach oben hin zur Decke reflektiert, hier wieder der Rauch, der nach oben steigt, nachdem der Spieler hier wieder übrigens mit dem Namen über dem Kopf komischerweise einige Schüsse abgegeben hat. In der Mitte des Bildschirms sehen wir wieder kein Fadenkreuz, also auch hier ist wieder nichts zu sehen, was wieder für Hardcore spricht, auch im Rand hier oben wieder dieser Unschärfeffekt durch die Bewegung, Lootkisten, die geöffnet wurden, wo bereits gelootet wurde. Hier die Hand übrigens im besseren Effekt, also hier sehen wir Licht- und Schatteneffekte. Das Ganze harmoniert hier anscheinend deutlich mehr mit der Waffe. Also das müsst ihr einfach mal abwarten, wie es dann in-game aussieht. Aber auch das hier absolut faszinierend. Ja, und ich könnte euch jetzt noch viel mehr Bilder zeigen, aber das ist das Letzte. Das sieht einfach so schön aus. Es sieht wirklich so schön aus. Die Laserstrahlen, die hier nach vorne gehen, der Spieler da hinten abdeckt, die Waffen selber, die Texturen, die Lichter- und Schatteneffekte. Alles rausgeholt aus der Engine. Also wenn das Ingame-Bilder sind, ja. Kommen wir mal an dieser Stelle lieber zu was Technischem, beruhigen uns wieder ein bisschen. Und zwar scheint das hier das Waffenmodding zu sein. Der M4A1 wurde hier einmal probehalber anscheinend komplett gemoddet. Wir sehen hier ewig viele Bauteile. Was besonders auffällt, ist zum Beispiel für das Scope oben, dass wir zum einen das Rail sehen, also sozusagen die Grundlage, auf dem dann wiederum die Halterung angelegt ist. Und in der Halterung selber ist dann das Scope drauf, also alles so, wie es sein sollte. Auch hier dieses PK-06 Visier wird hier bezeichnet nur als PK. 45 Grad Winkelaufsatz, das ist dieses Incline-Modul hier. Also auch da haben sie auf jedes Detail geachtet. Das Modul wurde hier angeschraubt. Darauf das PK-06, super. Aber es geht noch weiter. Wir haben hier einen 45 Grad Aufsatz wieder. Also der AK-Griff sozusagen, der hier ansetzt und damit parallel zum PK-06 läuft, dass man die Waffe dann so drehen kann. Alles mit drin. Und hier vorne ist der Schalldämpfer drauf. Und dann besonders spannend, wir sehen hier den Adapter. Also das ist schon Tarkov-Niveau, sehr, sehr detailreich. Der Suppressor sitzt nicht direkt auf der Waffe, sondern auf diesem DT-Adapter. Und genauso ist es halt im Original auch. Also selbst einen Adapter haben sie drin. Auch hier sehen wir den Gasblock. Das ist das MK12, wird hier leider nur bezeichnet als AR, ist vielleicht nur eine grobe Bezeichnung, es ist der MK12, aber auch der ist hier drin, alles drin und besonderes Highlight vielleicht hier, dieses rote Buffer-Tube. Tarkov-Spieler kennen es, das ist ein seltenes Buffer-Tube, was nochmal die Werte der Waffe verbessert, besonders leicht und stabil ist und das gibt es kaum in Spielen, dass man hier dieses seltene Buffer-Tube in der Modifikation noch mit nutzen kann. Hier ist es mit drin, mit allem drum und dran und das Ganze ist kein Standbild. Wir sehen hier oben in der Ecke einen Rotate-Button. Das Ganze ist also eine Animation. Wir können hier anscheinend komplett das Bild drehen und wenden und sehen noch die Werte auf der linken Seite. Recoil, Accuracy, Genauigkeit, Hipfire Stability und so weiter. Die Feuergeschwindigkeit, 800 Schuss pro Minute, das Kaliber, der Schalldämpfer und so weiter und so fort. Also volles Programm. Wenn das jetzt so das Modding ist, das ist schon krass. Und ich habe mir sagen lassen, dass das Modding, das Waffenmodden im Mobile, in Arena Breakout Mobile auch bereits krass war, dass das hier das aber nochmal um einiges übertrifft. Ihr merkt schon, wir müssen uns hier ein bisschen durch die Bilder hangeln. Wir haben momentan noch kein echtes Gameplay. Sobald wir was kriegen, werde ich es natürlich sofort raushauen. Bis dahin müssen wir uns tatsächlich mit Mobile Gameplay begnügen, was aber jetzt hier erstmal nichts zu suchen hat sozusagen. Deswegen, was wissen wir eigentlich über das Spiel? Wir wissen tatsächlich bis jetzt nur, dass sie eine PC-Konversion machen, dass es die Unreal Engine 5 ist, dass möglicherweise 6 Maps verfügbar sind und dass das Ganze bereits im Mai kommt. Wie gesagt, Internetseite verlinke ich euch unten und dass ihr euch da anmeldet für einen Beta-Key. Das ist alles, was wir wissen. Ansonsten haben wir nur diese Bilder und auch das hier scheint in-game aufgenommen worden zu sein. Vielleicht im Screenshot-Modus. Wir sehen nämlich hier, das HUD-System ist entfernt worden, der Körper ist nicht zu sehen. Bei Tarkov kann man es auch so einstellen, dass das HUD-System nur angezeigt wird, wenn man beispielsweise verletzt wird oder wenn man etwas ausführen möchte. Vielleicht ist das hier ähnlich. In keinem Bild haben wir bis jetzt ein Fadenkreuz gesehen. Und auch hier wieder diese Vögel, die rumfliegen. Also diese Vögel faszinieren mich hier absolut. Das zeigt so ein bisschen, was sie hier auf die Beine stellen momentan mit der Engine. Also die Details, auch das Gras, die Umgebung, wenn das Ganze mit gutem atmosphärischem Sound hinterlegt ist. Das könnte extrem immersiv werden. Auch so, wir sehen leider keine Bewegung, aber im Standbild die Figuren, wie sie laufen, wie er seinen Kopf dreht, auch hier diese Körperdynamik und Bewegung. Ich stelle mir das, könnte sehr, sehr geil sein. Könnte sehr, sehr geil sein in der Bewegung.
Werden wir natürlich sehen. Aber so von den Screenshots her machen sie uns auf jeden Fall heiß auf dieses Game. Zum Schluss noch hier ein schöner Screenshot von dem Exit. Was wir hier besonders gut sehen, ist der Buddy und die Ausrüstung hier unten, die rot markiert ist. Das scheint sozusagen ein prozentualer Schaden zu sein, dass sie zum Beispiel 95% zerstört ist. Wir sehen oben noch einen kleinen grauen Streifen. Vielleicht ist sie eben fast komplett kaputt, hängt noch am seidenen Faden. Auch hier sehen wir, dass gerade jemand redet, so im COD-Style, wird links dann der Name eingeblendet und ein Mikrofon. Also möglicherweise ist das dann jemand, der gerade talkt. In der Mitte Dang Zhao, also ein Spieler, der gerade extracted, das rote Exit, die rote Exit-Markierung. Und auch hier wieder alles extrem detailliert, sehr, sehr schön gemacht. Also sieht wirklich absolut faszinierend aus. Und auch hier nochmal ein weiterer Exit wieder mit Ghost, auch wieder hinten der Hubschrauber, eine Hubschrauber-Extraktion, wo die drei Jungs hier rausgehen. Auch wieder das schöne Kombinations-Scope. Wir sehen hier so ein bisschen Schlierenbildung im Visier. Also das ist schon alles, auch hier wieder dieser Effekt aus der Bewegung, als ob es aus dem Spiel aufgenommen wurde. Wir sind aber wirklich sehr, sehr vorsichtig. Sobald wir in der Beta drin sind, werde ich natürlich weiterhin berichten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Glück, dass ihr auch in die Beta reinkommt. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Und dann werden wir sehen, was dieses Spiel hier, was wirklich aus dem Nichts kommt, zu bieten hat. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Leute, Daumen drücken, dass wir vielleicht noch ein richtig krasses Spiel im Mai sogar noch kriegen werden. Ich verabschiede mich. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.